die Auslosung zu meinem Gewinnspiel geben. Ich habe alle Gewinner hier reingetan. Es waren diesmal einige, die mitgemacht haben. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Und ja, ich würde sagen, ich lose jetzt einfach mal aus, wer gewonnen hat. Und dann schauen wir mal, was es für ein Buch gibt für den Gewinner. Ich habe bei fast allen, außer die, die jetzt nachträglich noch kommentiert haben, die Bücher immer gleich dahinter geschrieben. Wenn ich jetzt einen von den Nachzüglern ziehe, muss ich da auch noch mal gucken. So, ich werde noch einmal eine Runde hier schütteln. So. Ich gucke nicht hin. Ich nehme jetzt einfach den Zettel. Schauen wir mal, wer es ist. Die Manuela Nestler hat gewonnen, weil ich will Liebe möchte sie haben und ja, sorry für den Sprachfehler. Manuela, schreibst du mir mal bitte per E-Mail deine Adresse, dass ich dir das Buch dann auch zuschicken kann. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es nächste Woche gleich schaffe, jetzt noch zur Post zu kommen. Ich schicke dir das Buch auf jeden Fall so schnell wie möglich los und ich sag dir auf jeden Fall Bescheid, wenn ich das Buch abgeschickt habe. Manuela, herzlichen Glückwunsch, du bekommst von mir, weil ich will, Liebe. So, das war mein Gewinnspiel von Weihnachten. Ich bedanke mich echt recht herzlich, dass ihr alle so fleißig mitgemacht habt. Es tut mir sehr, sehr leid für alle, die nicht gewonnen haben, aber es wird demnächst noch ein Gewinnspiel auf meinem Kanal geben. So viel kann ich euch schon verraten. Um was es da dann genau geht, das verrate ich euch jetzt aber an dieser Stelle noch nicht, denn das weiß ich auch noch nicht so genau, wie wir das dann handhaben. Aber es wird auf jeden Fall in naher Zukunft noch ein Gewinnspiel geben. Also seid nicht traurig, wenn ihr jetzt nicht gewonnen habt. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die rege Teilnahme. Herzlichen Glückwunsch nochmal an Manuela. Ich werde dir das Buch schnellstmöglich zukommen lassen. Und ja, ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.